Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute haben wir eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich repräsentiere hier auf dem Kanal, und zwar das Free-to-Play-freundliche Spielen. Heute machen wir mal genau den anderen Part, und zwar, wie schafft man es am besten, einen Serverstart zu spielen, einen nahezu perfekten Serverstart? Was braucht man dafür an Pilzen und ja, wie fährt man da am besten, welche Taktik fährt man da am besten und was sind die Tipps und Tricks dahinter, wie man in wenigen Tagen schon sehr viel Level erreichen kann. Dazu habe ich mir einen Gast heute eingeladen, der schon zahlreiche Serverstarts miterlebt hat, schon zahlreiche, ja, ich würde mal sagen, Top-1-Platzierungen schon belegt hat, und das ist der Davalon. Hallöchen. Hey. Ja, heute wollen wir zusammen so ein bisschen darüber fachsimpeln. Ich werde nicht den praktischen Part machen hier im Video, sondern heute wirklich nur die Theorie für die Leute vielleicht, die auf ja, die vielleicht wirklich sehr viel Geld investieren wollen, aber nicht genau wissen, wie es geht. Da haben wir heute genau das richtige Video für euch am Start. Und die ganzen ja, Zahlen, die wir jetzt nennen, die muss man natürlich alle nicht investieren, aber wir sagen euch zumindest, was möglich ist und wie man es halt am besten jetzt so spielt, so wenn ihr jetzt auf einem neuen Server quasi anfangt. Ja, also ich werde das dann immer so machen. Ich werde alles, was ich weiß, werde ich sagen, und sobald ich nicht mehr weiterkomme, kommst du quasi ins Spiel dann, ne? Davalon? Genau. Ja, sozusagen. Und ja, ich würde anfangen mit, ja, man startet auf dem Server mit Level 1, und das erste, was man natürlich macht, ist, man spielt bis Level 10 und nicht weiter bis zum Sammelalbum. Hat natürlich den Hintergrund, ich erkläre es nochmal ausführlich hier in dem Video, damit man das auch nochmal geklärt hat, die Frage. Es macht halt keinen Sinn, direkt seine ganze Alu zu verspielen, weil man halt in der Zeit bis 0 Uhr oder bis zur Happy Hour halt Zeit hat, sein Sammelalbum zu füllen, um spät abends in der Happy Hour, wo man halt die Alu skippen kann für Pilze, ja, nochmal mit einem besseren Sammelalbum quasi nochmal seine Alu zu spielen, anstatt direkt seine ganze Alu durchzuzocken, ohne das Sammelalbum hochzupushen. Ja, deswegen spielen gute Spieler immer nur bis Level 10 und machen dann abends ihre Abenteuerlust denn. So, das ist dann quasi das Erste, was man macht in der Zeit. Ja, bis man bis Level 10 gespielt hat, farmt man halt das Sammelalbum hoch. Und ja, ab Level 10 bekommt man ja auch schon den ersten Dungeon-Schlüssel zu den entweihten Katakomben. Genau. Und ja, wie weit würdest du sagen, versuchst du schon mit Level 10 den Dungeon zu legen irgendwie? Oder einzelne Etagen? Kommt halt ganz danach an, welche Klasse du spielst. Also Aber das lass mal jetzt von der Klasse immer nur vom Berserker ausgehen, dass man mit dem vom Bär. Berserker Ja, kommt. okay. Ja. Das Wichtige ist aber noch, für alle Leute, die am besten starten wollen, spielt nicht sofort eure Alu um 16 Uhr. Wartet lieber, bis ihr in eine Gilde reinkommt und ungefähr so bis 16:30, 17 Uhr. Weil dann haben die ganzen Leute schon ihre Pakete gekauft, das heißt, sie haben ihre 1000 Gold, haben ihre Stats hochgepusht, das heißt, sind schon 45, 50% LM und Goldschatz ausgebaut in der Gilde, das heißt, du questest von Anfang an deine bis Level 10 mit Prozenten, das heißt, du sparst dir halt da roundabout 10 Alu. 10 Alu sind 10 Alu, die können dir am Ende wirklich den Arsch retten und du bekommst eventuell den Level 30er Key am ersten Tag. Deswegen, ganz wichtig, wartet so bis 16:30 Uhr. 17 Uhr, bis ihr die Alu startet. Sehr guter Tipp, ja. Das ist auf jeden Fall das A und O. Im Dungeon, wie weit würde ich tryen? Als Bersi ist es so, dass du im Idealfall den Skelettkrieger eventuell sogar noch wegmachst. Das heißt, die Banshee ist ja der sechste Gegner, den schaffst du ja auf jeden Fall. Und der Skelettkrieger könnte gehen, wenn du gutes Equip hast und auch gut die Leute abgefarmt hast. Mit Im Idealfall. Stufe 10 noch, ja? Genau, Okay. genau. Also die Banshee, meiner Meinung nach, die Banshee geht safe und der Skelettkrieger geht, wenn du die Skills hast. Du bist ja wahrscheinlich schon Level 13 ungefähr. Nach den ganzen Dungeons. Und dann Das wirst du dann heißt. quasi abends dann nachher anfangen, die Alu dann Genau, zu genau. questen dann. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn du Level 10 bist, als wirklich Bersi nicht am Anfang direkt dein Sammelalbum zu grinden, sondern ab dem Zeitpunkt tust du dir erstmal Equip zulegen
und dann farmst du ab. Du farmst die Leute wirklich ab, die gerade ihr Profi-Paket, also ihr Anfangspaket gekauft haben. Mit den 1000 Gold. Du bist dann zwar ein Ehrenloser in dem Sinne, aber du snackst dir halt das Gold so sehr ab, dass deine Skills von Anfang an so krass sind, dass dir keiner das Wasser reichen kann. Und ab dem Zeitpunkt geht der steile Flug erstmal wirklich los. Mhm. Und dann fängst du an, dein SA zu grinden. Wirklich bis 23 Uhr. Im Idealfall sogar bis 23:30 Uhr. Okay. Beim ersten Tag brauchst du nicht so viel Zeit. Da reichen dir, wenn du weißt, was du machst, halbe Stunde, 15 Minuten ungefähr. Mhm. Mehr brauchst du nicht. Also das mit dem mit dem Paket abfahren, das, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Da sieht man mal, du hast schon zwei Server gespielt mit dem Paket, ne? Ja, genau. Ja, also das ist schon ziemlich assi, aber man kämpft natürlich mit unfairen Mitteln, um natürlich dann auch selbst sich weiter von der Masse abzuheben. Ja, ja. Das stimmt wohl. Und man muss aber auch sagen, es wird gar nicht mal so, also die Leute sind zwar in dem Moment abgefuckt, aber die meisten Leute schreiben dir dann halt, yo, scheiße gelaufen, aber ist okay. Klar sind sie ein bisschen angefressen, aber so übel wird dir das sogar gar nicht genommen. Weil es halt einfach inzwischen ein spielerischer Aspekt ist für die Profi oder die, für die Hardcore-Pilzer in dem Sinne, dass die Skills halt einfach wichtig sind. Das wissen die Leute ja. Ja. Also immer schnell das Geld verskillen oder dann doch lieber in die Gilde stecken? Im Idealfall für die Gilde und dann hast du ja noch deine 200, 300 Gold über für Epics. Ach, was glaube ich? Epics für Items aus dem Laden, fürs Sammelalbum. Also, und für die Skills natürlich. Okay. Und dann schafft man quasi mit der Alu abends dann auch erstmal den Dungeon 2 zu freizuschalten, ne? Glorias Minenschlüssel habe ich jetzt hier irgendwie, Dungeon of Gloria, irgendwas, den bekommt man ja ab Stufe 20. Und genau. Dann versucht man erstmal da so weit zu kommen, wie es geht denn, ne? Ja, genau. Und da, also ja. Und wenn es da nicht mehr weitergeht, dann fängst du dann quasi wieder an, Alu zu zocken? Ja, du spielst halt, je nachdem, es kommt halt darauf an, wie du halt gerade vom Level her stehst. Du spielst dann halt mal gut 50, 75 Alu eventuell. Dann würde ich auf jeden Fall nochmal mir eine neue Waffe holen, eventuell ein, zwei Items, die halt wirklich nicht mehr so optimal sind, austauschen. Und dann auf jeden Fall im Idealfall schon die Festung bauen mit 25, wenn du so hochkommst. Ja. Auf jeden Fall. Und dann eventuell schon die ersten Steine holen, auch wenn es nur 6-7 Punkte sind. Lohnt es sich als Bersi auf jeden Fall, weil wir gehen jetzt von dem Äußersten aus. Das heißt, für alle Leute, die jetzt nicht über 20.000 bis 30.000 Pilze in 3 Tagen ausgeben wollen, macht es gar keinen Sinn, die Steine dann schon zu holen, weil das ist reine Goldverschwendung. Aber wenn du es aufs Äußerste anlegst, musst du dir auf jeden Fall da schon die Steine holen, auch wenn es nur 6 Punkte sind. Okay. Also das ist dann ganz wichtig. Und dann müsstest du dich auch komplett neu equippen. Das heißt, komplett mit Socken, mit 25. Ja, und das, dann fängt es nachher schon an, denn, also wenn die Festung also kommt, dann ins Geld zu gehen, dann nachher dann so. Aber wenn man sich dann komplett danach dann neu equippt hat, dann könnte man quasi schon den zweiten Dungeon packen, ne? Und dann, und dann auch nachher schon den dritten Dungeon Key finden am ersten Tag. Ja, klar, das ist möglich, klar. Ja, das ist so ein Problem. Da brauchst du halt nicht mal so krank reinpilzen, dass du den dritten Key schon bekommst. Klar, das heißt nicht krank reinpilzen, deine 3-6 brauchst du halt am ersten Tag. Aber dann schaffst du es auf jeden Fall, den dritten Key ohne Probleme zu bekommen. Ich sag mal so, wenn du wirklich gut reinpilzt, ist am ersten Tag 35 nicht schlecht. Okay, 35 am ersten Tag. Und dann muss man halt sagen, dann kommt halt drauf an, wie sehr du es anlegst in allen Punkten und wie wichtig das Ganze ist. Man muss auch sagen, der erste Tag ist in dem Sinne zwar wichtig, aber ja, also wirklich aufs Äußerste zu gehen, lohnt sich einfach nicht. Ja, ich möchte nochmal ganz kurz erwähnen, so wir versuchen jetzt wirklich so festzuhalten für Leute, wirklich, die es drauf anlegen, so, die wirklich sehr viel in das Game investieren möchten, aber auch nochmal gleich den Warnhinweis darauf zu geben, vor allen Dingen beim Berserker ist es so, im späteren Spielverlauf, also es ist halt wirklich, Ausdauer zählt halt wirklich, ist das A und O. Es relativiert sich nachher zum Ende des Games so heftig, dass man halt wirklich wissen muss, lohnt es sich da irgendwie die Zehntausende von Pilze in den ersten Tagen auszugeben für nachher, was weiß ich,
10, 20 Level Unterschied im Late Game. Das muss halt jeder selbst wissen, so, ne? Aber wir möchten euch nochmal aufzeigen, wie es so ist, wenn man dann wirklich einen schönen Serverstart hinlegen möchte, so. Ja, und dann fängt man nachher schon ab 35 an, die großen Tränke zu bekommen. Und das macht bestimmt auch nochmal einiges an Unterschied aus, oder? Ich ab 35, ab 32 sogar schon. Kosten zwar vielleicht zwischen 200 und, sagen wir mal 100 bis 200, man muss mal eventuell blättern. Wenn man Pech hat, auch vielleicht 250 mal, aber du hast die Tränke. Okay. Und ja, dann geht's weiter am Dungeon. Und dann legen wir direkt weiter. Und dann hat man quasi den dritten Dungeon dann auch schon gelegt mit so einem Top-Tränken, ja? Also du legst ihn nicht komplett natürlich. Genauso den zweiten legst du nicht sofort. Du kommst halt hier dem. Also im dritten Dungeon ist am ersten Tag wahrscheinlich, wenn man mal so drüber guckt, ist wahrscheinlich. Aber ist ja auch noch nicht so schlimm, dass man die nicht komplett schafft. Also ist schon sehr schwierig. Level 60er ist schon sehr, sehr schwierig. Du wirst, ich sag mal so, die ersten 4, 5 wirst du schaffen. Aber dann ist auch Ende. Mhm. Also, wenn du noch was drauflegen willst, kannst du es natürlich. Aber es lohnt sich halt wirklich gesagt einfach nicht. Weil dann müsstest du auf Level 40 spielen. Ja, kannst du machen natürlich. Aber ist es wirklich. Man muss auch sagen, es ist möglich, am zweiten Tag Level 220 zu machen. Aber ich würde es keinem empfehlen. Sogar wenn ihr aufs Geld scheißt. Es lohnt sich nicht. Am zweiten Tag sind nämlich die Ausgaben rein theoretisch gesehen doppelt so hoch, als wenn ihr am dritten Tag Level 220 macht. Aber es ist also schon heftig, dass es überhaupt möglich ist. So. Aber ja, lass mal, bevor wir zum zweiten Tag kommen, der erste Tag ist erstmal so abgehakt. So, ne? Erster Tag ist 35 eine sehr gute Stufe, sagst du, ja? Ja, es ist 35 eine gute Stufe, kann man sagen, ja. Und mehr geht natürlich auch, aber. Da ist das Pilz-Investment so bei etwa? 3,6 kann man sagen. 3.600. Ja, das ist eigentlich für ein. Ja, ich sag mal, das hört sich jetzt für den einen oder anderen wirklich sehr viel an einen Tag 3.600 Pilze rauszuballern, aber es geht wirklich noch härter. So, ne? Und ja, aber das ist schon mal für den ersten Tag. Und dann beginnt quasi der zweite Tag. Da, ja, wie startet. Da bin ich meistens immer schon immer so raus. So. Spielst du denn direkt danach die Alu weiter oder wie machst du das am zweiten Tag denn? Machst du da denn erstmal Dungeon-Versuche oder. Also im Grunde genommen ist es halt so, auch wenn man für das komplette, also wenn du es genauso spielst, ganz wichtig, ihr werdet keine Stadtwache spielen. Es gibt keine Stadtwache für euch. Ihr müsst immer bereit sein, Leute abzufarmen. Das heißt, ihr sitzt dann um 0 Uhr da und guckt in die Ehrenhalle und überfliegt die ganze Ehrenhalle so, guckt, ja, so sind die Level von den und den Leuten ungefähr. Keiner ist höher als das Level und dann sitzt ihr da und wartet wirklich, bis die Leute ihre Alu anfangen mit ihren Sanduhren zu skippen und du siehst, wie die Level nach oben schießen und das ist der Moment, wo du zuschlägst und das Gold den Leuten klaust. Okay. Und dann tust du halt auch mal 2-3 Stunden bis 3 Uhr morgens da sitzen und die Leute abfahren. Ja, ist krass, das mal so zu hören. So. Also ich hatte das halt bisher nie so wirklich verfolgt am zweiten Tag. Den ersten Tag weiß ich eigentlich relativ gut, was ich machen muss, aber der zweite, da bin ich dann schon raus, muss ich sagen. Ja. Ja, also verbringst du erstmal die halbe Nacht damit, Leute abzufarmen? Genau. Und also wie gesagt, so 2 Stunden, sagen wir mal, farmst du Leute ab. Mhm. Wenn du es nicht so regelmäßig machst oder schon dich so damit auskennst, brauchst du eventuell auch 3 Stunden. Aber dann ist es wichtig, du gehst sofort schlafen, weil du musst wirklich früh wieder aufstehen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Weil morgens zwischen 10 und 11, 12 Uhr, eher zwischen 10 und 11, da musst du da sein, um die Botter abzufahren. Weil die Botter stellen um 0 Uhr, gucken sie eventuell das letzte Mal rein, die meisten. Das heißt, die Stadtwache läuft um 10 Uhr morgens aus. Das heißt, wenn sie noch schlafen, ist das Gold auf ihrem Account. Ja, da musst du erstmal drauf kommen. Da musst du erstmal drauf kommen, ey. Genau. Und das ist dann die Zeit, wo du zum zweiten Mal zum Zuge kommst und abfarmst. Okay. Dann farmst du ungefähr eine Stunde, anderthalb, farmst du die Leute ab. Mhm. Holst dir halt wieder Gold, grindest etc. So, und dann ist es im Grunde so, dass du halt über den Tag verteilst immer wieder Angriffe machst. Wenn du mal jemanden findest, der ein bisschen Gold gibt, rutschst du halt ein paar Mal drüber, nimmst das Gold mit und halt für deine Sammelalbum ganz normal. Aber im Grunde genommen machst du nichts außer, ja,
bis 23 Uhr warten. Okay, also du machst, okay, alles klar. Und halt dann weiter das Sammelalbum pushen und so weiter und so fort. In der Festung normal dazu gesagt, ja, du baust halt, machst halt ganz normal die Festung so. Edelstein-Mine Stufe 1 lässt du bestimmt auch, ne? Ja, genau. Ich würde halt auch empfehlen, wenn du halt um 10 Uhr morgens die Leute abfarmst, also die Botter, ist es halt so, dass die immens viel Gold auf dem Account haben. Das heißt, du greifst Gold, dann geben die dir kein Gold mehr, weil die aus dem Rangbereich raus sind, dass sie dir Gold geben. Das heißt, du ziehst die Waffe aus, greifst sie einmal an, verlierst. Gibst ihnen 30, 35 Gold ab, ziehst die Waffe wieder an, greifst sie wieder 5, 6 Mal an. Das heißt, du kriegst wieder 5, 6 Mal Max Gold, dann geben sie wieder kein Gold. Dann tust du dir die Waffe raus, etc. Mhm. Machst es halt mehrmals und grindest dich halt so hoch, dass du halt Gold hast, um direkt deine Ausbauten zu machen für den Tag. Okay. Machst die Ausbauten für den Tag vor der Alu. Dass du in der Happy Hour oder das ganze Gold, was du erfarmst, komplett für den Char nutzen kannst. Mhm. Dass du nicht gucken musst, ja, hier muss ich noch was ausbauen, da muss ich das. Voller Fokus auf den Char in der Happy Hour. Dazu auch viel Gold grinden für die Festung, für den maximalen Ausbau. Durch das 25er Paket ab Level 25 ist es so, dass du bis Stufe 7 die komplette Festung durchziehen kannst. Bis auf Stufe 7, eventuell sogar noch Festung 8, je nachdem, wie gut es läuft. Okay, krass. Musst du immer Gold grinden, um den Ausbau im größten Teil zu skippen. Du baust die Nebengebäude wie Schatzkammer, Akademie kannst du bauen lassen. Akademie ist auch so eine Sache. Am Anfang ist es nicht ganz so wichtig, aber auf jeden Fall so Schatzkammer kannst du bauen lassen. Den Rest immer skippen. Festung, Arbeiterquartier, im Idealfall auch sogar die Ressourcengebäude, bis 10 auf jeden Fall durchskippen. Minimum. 10 Minimum. Wenn nicht sogar noch weiter. Und das am zweiten Tag dann alles schon? Das sollte. Ja, am zweiten Tag solltest du den Grundstein legen auf 6 mindestens. Ja. Wenn nicht sogar 7. Okay. Den Ausbau auf 7 auf jeden Fall starten. Aber halt ein Profi, also ein wirklich Hardcore-Pilz sagt auch 8. Also, wenn die Ressourcen da sind, durchs Abfarmen noch nicht, aber durchs Grinden halt, durchs ganze Skippen und etc. Auf jeden Fall Richtung 7, wenn nicht sogar 8. Okay, und dann spielst du halt auch erst wieder gegen Schluss zur Happy Hour deine Alu sozusagen. Genau. Dass du dann quasi den ganzen Tag das Maximale rausholst und dann abends dann wirklich dann die Alu wieder zockst. Ja, und dann sagst du halt, es wäre möglich, am zweiten Tag Stufe 220 zu kommen. Genau. 221, das ist schon krass, weil dann hat man ja quasi schon, ja, dann sind wir vom ersten Tag, wo wir den Dungeon 3 Schlüssel geunlockt haben. Ja. Das Problem ist halt, wenn du das 220 machen willst, musst du am ersten Tag noch Level 40 werden mit den Dungeons. Wenn du das machen willst, müsstest du am ersten Tag Level 40 schaffen, um den 40er Key am ersten Tag auch zu bekommen. Okay. Und erzähl. Aber da müsstest du halt viel mehr reinpilzen. Aber das ist halt einfach nicht worth. Egal, ob du das Geld hast oder nicht. Das macht keinen Sinn. Am zweiten Tag ist es halt so, dass du halt im Endeffekt schon Ritterhallenpunkte gut hast in der Festung, also in der Gilde. Das heißt, du holst dir erstmal neues Equip und Steine, bevor du überhaupt Alu spielst. Weil du ballerst erstmal wieder Dungeons, bevor du überhaupt irgendwas anfängst. Um das Maximale rauszuholen. Du machst halt Dungeons, bis du halt den 40er Key bekommst. Dann spielst du halt 2-3 Quests, bis du den Key hast, machst wieder Dungeons. Und im Endeffekt machst du es halt immer so weit, wie es geht. Wie du meinst, ist es sinnvoll. Und ein Hardcore-Pilzer weiß einfach, yo, ich try bis ans Äußerste. Und dann tryt er halt so weit, bis er sieht, yo, jetzt muss ich eventuell gar keine Quest mehr bis vielleicht 50 Alu, 75 Alu Maximum spielen. Dann spiele ich die Alu runter, hole mir den nächsten Key. So läuft das im Grunde genommen ab. Du spielst nie mehr als 50 bis 75 Alu, um den nächsten Key zu bekommen. Ach so. Und man bekommt den Key einfach nach 3-4 Quests. Das heißt, du hast für die Alu, also die Alu runterzuspielen, machst du ungefähr 50 Alu, kannst du einberechnen für einen Key. Mehr aber auf gar keinen Fall. Okay, ja, das wurde ja ein bisschen erhöht, da die Chance zu finden, ne? Genau. Seit Unge. Aber wenn du es am zweiten Tag machst mit 220, kannst du es so überhaupt nicht spielen. Dann musst du, wie gesagt, immer die Dungeons komplett durchballern. Komplett. Du musst den Dungeon immer bereinigen und dann erst Alu weitermachen. Und was würdest du sagen, würde das kosten, am zweiten Tag Stufe 220 zu werden von den Pilzen her?
Wie viel würde man das so sagen? Das ist schwierig zu sagen. Ich würde mal behaupten, wenn man die Ahnung hat, sind 40.000 Pilze bis 45.000 Pilze realistisch. Wenn du keine Ahnung hast, schätze ich mal, dass es auch bis 60 bis 70, 80.000 hochgehen kann. Boah, das ist aber schon ein krasser Unterschied, ne? Nur also, wenn jemand keine Ahnung hat, kann es sehr, sehr hochgehen. Okay. Aber wenn jemand Ahnung hat, schätze ich mal 40.000, 45.000 ist realistisch. Ja, macht natürlich kein Mensch gut. Mag sein, dass es vielleicht so eine Leute gibt, aber macht natürlich keiner, weil es halt auch nicht wirklich Sinn macht so. Aber nur mal so erzählt, was so möglich wäre, ja. Und weil am dritten Tag bezahlst du halt, wenn es gut läuft, zwischen, ja, sagen wir mal 25.000 Pilze. Hört sich immer noch, ist halt immer noch viel, ne? Aber für den einen Tag oder jetzt insgesamt für. Nee, insgesamt. Okay. Für alle drei Tage wären es roundabout, als wäre sie 25.000, wenn du dich auskennst, ein bisschen Ahnung hast. Okay. Wenn du nicht so viel Ahnung hast, kann man ungefähr sagen, ja, 10.000 Pilze kann man mehr rechnen. Hm. Okay, ja, das ist gut zu wissen, so zum Einschätzen mal für die Leute, die das vielleicht mal vorhaben, so viel reinzupilzen. Ja, und dann ist es eigentlich im Prinzip immer nur das Gleiche so, ne? Ab Tag 3 ist es dann halt, dann hat man das meiste, die meiste Action eigentlich schon hinter sich sozusagen, genau, ne? Ja. Dann farmt man sich größtenteils eigentlich durch die Dungeons hoch denn, ne? Ja, aber es ist noch ganz wichtig, wenn ihr Level 220 werdet, oder Level 200 allgemein, es ist ganz wichtig, es ist ja noch Sonntag, das heißt, es ist Epic Event. Ihr müsst Epics aus dem Turm holen und auch aus der Schattenwelt. Und wenn ihr eure Begleiter nicht komplett equipped bekommt, ihr müsst auf jeden Fall dann im Laden blättern und die Items in das Klo werfen, um sie zu, also umzuwandeln, um komplett voll epic bei den Begleitern zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig für die Folgetage, um weiter wirklich durchzuziehen. Ja. Dazu müsst ihr auf jeden Fall auch mindestens am 6., 7. Tag müsst ihr auch eure Edelstermine auf Stufe 7 haben. Also ihr müsst da Edelstermine Stufe 10 mit Festung 10 etc. Sehr, sehr wichtig. Aber da gehen wir erst gleich drauf ein. Okay, ja. Du siehst du zum Beispiel an, mit dem Turm und sowas, da habe ich jetzt, ja, an den Dimensionen habe ich jetzt noch gar nicht so großartig dran gedacht, aber da muss man ja halt auch viel Geld in die Hand nehmen. Und dann geht es halt auch weiter, dass man die halt auch alle sockeln könnte und da auch alle Edelsteine reinhauen kann. Und genau. Ja, das wird halt ziemlich kostenintensiv, das Ganze, ne? Mhm. Ja, ab Stufe 105 schaltet man ja dann auch schon den Arena-Manager frei. Ist das schon so interessant am Anfang? Nicht wirklich, oder? Ja, sehr, sehr wichtig. Ist sehr, sehr, sehr wichtig, ja. Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Also vor allem, es macht viel aus nach einem Monat. Weil umso früher du die Boosts holst, und dann die 7-Tage-Times gibt es teilweise, dass du halt eine gewisse Anzahl an Runen bekommst. Es ist halt so, dass du halt beim nächsten Epic-Event eventuell halt Lebensenergie-Boost von pro Item pro 3 bis 4 bekommst und andere nur mal 2. Okay. Das heißt, ja, du hast halt viel einfacher beim Epic-Event die Items zu finden, um halt auf 15% Lebensenergie zu kommen, was halt wichtig ist. Hm. Ja, das stimmt. Und da zählt halt jeder Tag, ne? Also nicht jeder Prozent. Okay, ja, also nicht ganz so unwichtig, wie ich jetzt gedacht hätte. Dann hat man ja vorher, das hatte ich jetzt noch vergessen gehabt, die Pets unlockt man ja auch schon mit Stufe 75 ja, davor schon, ne? Das ist natürlich auch wichtig, weil zum Anfang bringen die Habitate ja auch gute Erfahrung, ne? Ja. Und ja, aber auf die Pets, das ist nochmal so ein eigenes Thema für sich, da müsste man dann nochmal vielleicht. Hattest du da einen Guide zugemacht? Ja. Zu den Pets, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal auch vorbeischauen, weil das wäre zu viel, wenn man da jetzt die Wege erklärt, jetzt noch in diesem Video, wie es jetzt am besten wäre, die jetzt noch zu gehen, weil es da halt auch unterschiedliche Wege gibt. Es gibt halt ja so Free-to-Play-Wege und halt Pay-to-Win-Wege so, ne? Dann sind die Gegner halt ein bisschen schwieriger, musst halt mehr Pilze bezahlen, ne? Aber bekommst halt früher an die Pets ran. Aber ja, dazu gibt es auf jeden Fall auch massig Videos. Wie gesagt, könnt ihr auch bei Davalon vorbeischauen auf dem Kanal. Jo. Ja, Arena-Manager, dann würde als nächstes der Dungeon 9 kommen, danach denn mit Stufe 110 schon. Ja. Und dann würde man mit 125 auch schon die Schattenwelt freischalten. Ja. Genau. Dark Ryan hast du halt im Endeffekt die ersten 40 Gegner im Windwirbelsturm für Gold weg und DP. Und ab 40 stackst du bis ungefähr Level 140, 45. Mhm. Okay, okay. Also machst du erstmal dann die Schwarzschädelfestung weiter.
Jo, knallst du im Endeffekt durch. Da wird man ja dann, ja, da sieht halt jeder selbst, wo er denn dran ist und wie weit er denn da kommt und eventuell denn ja, nicht kommt. Ja, da muss halt jeder auch selbst für sich denn wissen, wie viel Geld er denn halt wirklich in die Hand nehmen möchte, um halt, ja, ich sag mal, mit einem Berserker sind halt die Möglichkeiten sehr hoch, so, ne, aber du musst halt auch, ja, die dementsprechenden Pilze investieren dann. Man muss halt sagen, wenn die ersten 9 Dungeons down sind, ist im Grunde genommen alles möglich. Weil dich hindert nichts mehr. Du kannst rein theoretisch gesehen, wenn man es vielleicht drauf anlegen will, überspitzt gesagt, auf 300 ballern. Ist natürlich Schwachsinn, aber es hält dich nichts mehr auf. Vorher waren die Dungeon Keys, die dich gehindert haben, die du finden musstest. Mhm. Wenn du sie nicht gefunden hast, kamst du nicht weiter. Jetzt gibt's das nicht mehr. Die Schlüssel für die Schattenwelt bekommst du zu 100%, weil du einfach in der Mine skippst. Es gibt halt nichts mehr, was dich auffällt. Das heißt, du ziehst halt bis 220 durch, wenn du das entsprechende Kleingeld investieren möchtest. Ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn du den Spaß dran hast, kannst du es natürlich tun. Ja. Aber ganz entscheidend ist es ab dem Punkt, wenn du die ersten 9 Dungeons gelegt hast. Das ist sehr, sehr wichtig. Du spielst als wäre sie im Verhältnis von den Steinen, weil die entscheiden ja darüber, wie deine Stat-Verteilung aktuell ist. Du bist ja im Grunde genommen Full Epic, weil der Epic-Event ist. Hm. Ist es so, dass du im Idealfall einen Ausdauerstein nimmst, der Rest komplett auf Stärke. Das ist sehr, sehr wichtig, auch gegen die Stärke-Gegner. Weil das sind genau die Gegner, die dich zu Weißgut bringen. Weil der Counter im Dungeon gegen den Bersi ist einfach der Krieger. Weil er einfach sehr, sehr viel Leben hat. Im schlechtesten Fall sogar noch mehr Stärke als du selber. Und dadurch ist er halt einfach sehr, sehr schwierig zu tryen, weil du halt diese ideale Combo brauchst auf Dauer. Klar, der fällt irgendwann, aber er braucht teilweise seine Pilze. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass du mindestens, meiner Meinung nach, 200 bis 300 Stats mehr auf Stärke hast als er. Oder wenn du halt irgendwann so weit bist, dass du ungefähr den gleichen Wert hast. Aber meiner Meinung nach solltest du immer 100 Stats ab Level 175 mindestens mehr haben im Stärkewert als der Gegner. Okay. Weil dann fällt der einfacher, als wenn du weniger hast oder gleich. Weil im Endeffekt macht er dir weniger Schaden dadurch und du ihm mehr. Und das ist der entscheidende Punkt, der dich zum Sieg bringt gegen die Krieger im Dungeon. Mhm. Krieger, Magier, ja. Magier fallen easy. Ja. Klar. Kundschaft halt auch. Krieger ja sowieso immer eine Bremse in den Dungeons, ne? Deswegen, ja, sollte man doch. Als Magier ja. Als Krieger zum Beispiel oder als Kundschafter ist es gar nicht mal so, da sind die Kunis die Bremsen. Okay. Ja, auf jeden Fall hatten, ja, die Unterwelt, die kommt ja dann auch noch irgendwann mit ins Spiel, wenn man halt die Edelsteinmine so weit hat, dass sie auf Stufe 10 ist und man natürlich Zugriff auf den Märchenturm hat. Ja, dementsprechend hat man da natürlich auch noch ein bisschen was zu tun. Ich weiß gar nicht, so richtige Unterwelt-Guides gibt es da irgendwie gar nicht. Auf YouTube, glaube ich, so irgendwie. Aber ich denke mal, dass man halt nichts falsch macht, wenn man halt, ja, wenn man die ganz normal spielt, einfach so und seinen Haupt. Ich kann kurz sagen, wie er im Idealfall die ersten Ausbauten macht. Es ist ja so, man holt sich dann das Paket für 25 Euro, das heißt, du hast 100.000 Seelen. Mit diesen 100.000 Seelen, egal wie krass du pillst, wenn du vorhast zu skippen, skippst du jetzt genau so, wie ich dir das sage. Weil das ist der perfekte Weg. Du skippst Herz Stufe 6. Unterwelttor Stufe 6. Goldgrube lässt du komplett außen vor. Komplett egal. Seelenextraktor auch 6. Goblingrube baust du auch nicht aus. Folterkammer 2. Eventuell 3, je nachdem, wie viel du später noch hast. Aber eher erstmal auf 2 lassen. Gladiator 6. Trolltrakt lässt du auch komplett außen vor. Zeitmaschine baust du maximal auf Stufe 1. Und Wächter baust du auf Stufe 4. Eventuell auch 5. Und dann verbesserst du den Wächter nochmal 10-mal. Und dann kannst du rein theoretisch gesehen die Gegner bis Stufe 35 weggrinden. Das heißt, du musst dir Leute suchen, die nackt sind, und dann packst du die bis Stufe 35. Teilweise sogar, wenn die schlechte Skills haben, bis Stufe 40.
Okay. Und dann musst du die rein theoretisch gesehen die nächsten 3 Tage keine Gedanken machen, um Gegner oder sogar vielleicht 4 Tage Gegner zu finden. Das heißt, du tust danach dich voll konzentrieren auf dein Gladiator, dein Herz, dein Sehnextraktor und das Tor. Diese 4 Gebäude ziehst du bis Stufe 10 immer gleich mit. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt ist es halt so, dass du halt den Wächter immer wieder nachziehst, um halt diese Gegner zu schaffen, die gerade frei sind auf dem Markt, die halt keine Sachen mehr anhaben. Aber das muss man halt immer von Fall zu Fall unterscheiden, wie halt die Gegebenheiten sind, welcher Spieler kein Equip trägt. Das kann man halt so pauschal gar nicht sagen. Muss man halt immer schauen, wie es auf dem Server halt aussieht. Das merkt man halt aber einfach, yo, der Gegner hat die und die Werte. Dann hat man halt ja auch teilweise Unterweltrechner, wo du dir ausrechnen kannst, zu wie viel Prozent du den Gegner schaffst. Gibt's ja alles. Okay. Aber das ist dann halt irgendwann schon so spät, dass es dann schon nach einem Monat aber erst. Ja, ich sag mal so, mit den ganzen Paketen, das macht das Leben auf jeden Fall um einiges einfacher und man kann sich da auf jeden Fall auch für die ersten paar Tage einen sehr, sehr guten Boost holen und man, ja, wie du schon sagst, braucht man sich da auch erstmal dann keine Sorgen weiter machen, jetzt für die ersten Tage zumindest, was halt vorher auch viel Struggle war, so, aber ich sag mal, man hat halt nur begrenzte Angriffe am Tag und da bis Stufe 35, 40 erstmal zu kommen, das hat schon einen ganz schönen krassen Bonus, muss ich denn sagen, so. Ja, und so nimmt dann im Prinzip alles später dann seinen Lauf. So, dann hat man quasi jetzt eigentlich das Wichtigste alles soweit abgedeckt, ne? Dass man jetzt erstmal good to go ist. Ich sag mal so, ich weiß nicht wie, also Stufe 220 sollte am dritten Tag schon easy machbar sein, denke ich mal. Ohne Probleme, ja. Also ja. Ohne Probleme. Okay. Gut, und da hat man ja schon das meiste auf jeden Fall, denke ich mal, mitgenommen. Und alles Weitere, ja, denke ich mal, kann man denn in Folgevideos denn vielleicht noch oder oder für sich selbst denn entscheiden, wie man denn weiter fortfährt. Weil am Anfang ist es halt wirklich sehr kompliziert, was man denn so macht. Und man muss halt auf vieles achten. Es sollte halt auch viel mit Zeit zu tun, dass man halt zu den richtigen Zeiten immer am Start ist und so. Und ein Serverstart braucht halt auch viel Zeit und Mühe. Und deswegen ist es vor allen Dingen am Anfang dann halt wirklich zeitintensiv. Aber es flacht halt nachher, wann würdest du sagen, wann flacht es nachher so ab, dass man dann nicht mehr so, dass man seine reguläre Alu macht und dann, ja, so sein Daily Stuff halt so, nach einer Woche vielleicht? Nee, nach 35, 40 Tagen. Also einen Monat so etwa. So ein bisschen mehr als einen Monat. Denn. 5 Wochen kann man sagen. Mhm. Also zum Beispiel auf W39, der ist jetzt ein bisschen mehr als einen Monat draußen und da habe ich teilweise, also aktuell immer noch jeden Tag 500 Pilze Minimum ausgegeben für Dungeons etc. Also man kann sagen, so das reine Alu-Spielen kommt wirklich nach Tag 40, 45, aber dann halt auch nur unter der Woche. Am Wochenende ballerst du halt wieder, wenn ein Event ist. Ja, man muss ja auch den Standard, man muss ja auch den Standard hochhalten. So, es nutzt halt nichts, wenn man halt am Anfang groß reinpilzt und dann später nachher dann dafür ja, sich auf die faule Haut legt sozusagen. Ja. Also wenn man da schon einmal wirklich committed ist quasi in das Ganze, dann muss man da auch wirklich dann am Ball bleiben. Ansonsten wird es halt schwierig, dann dauerhaft oben an der Spitze mit zu stehen. Das müsst ihr halt auch wissen. Also es bringt halt nichts, wenn ihr euch jetzt vornehmt, da so und so viele Pilze in die Hand zu nehmen für einen Server, Start, aber dann später nachher abflacht, dann werdet ihr definitiv überholt im späteren Spielverlauf. Ja, ich sag mal so, wir haben jetzt auf jeden Fall viel gequatscht. Ich denke mal, das Wichtigste haben wir jetzt am Anfang so abgeklärt. Oder hast du noch irgendwas sehr Wichtiges jetzt noch irgendwie, was wir jetzt außen vor gelassen haben? Wenn jemand wirklich krass reinpilzen will, wirklich krass, und sagt, yo, ich will am zweiten Tag unbedingt Level 22 probieren oder den krassesten Bersi stellen auf dem Server, und sagt, yo, ich will meine 30, 40, 50.000 Euro die erste Woche reinballern. Ein Rat gebe ich euch. Euro oder Pilze? Pilze. Okay. Ein Rat gebe ich euch. Spielt kein Versi, spielt einen Krieger. Der Krieger, wenn der krank gepilzt wird, ist er nach einem Monat auf demselben Level wie ein Versi. Und ab dem Zeitpunkt ist er kurz vor Level 300 und ab Level 300 wird der Krieger immer stärker. Das heißt, wenn ihr einen Krieger wirklich mit massig Pilzen durchknallt, ist er einfach unschlagbar auf Dauer.
Und mal jetzt grob überschlagen. Du spielst 30 Tage hinter den Bersis. Oder 35 oder 40 Tage. Und am 41. Tag bist du auf demselben Level wie der Bersi. Hm. Und ab dem Zeitpunkt hat der Bersi seinen größten Vorteil komplett verspielt. Den Levelvorteil. Weil ab dem Zeitpunkt zieht der Krieger mit jedem Level ab ein Stückchen weiter am Bersi vorbei. Bis er irgendwann komplett vorbei ist. Okay. Deswegen, wenn ihr wirklich reinballern wollt, spielt ein Krieger. Er braucht zwar am Anfang länger, da kannst du nicht am dritten Tag Level 200 machen, aber da kannst du nach dem siebten Tag ohne Probleme Level 200. Und dann musst du aber dranbleiben, dass du nach einem Monat bist du Level 275 oder 270 als Krieger. Und das ist halt der Schnittpunkt, wo du halt nur noch 5 bis 10 Level hinterm Bersi bist. Okay, das ist krass. Und ab dem Zeitpunkt, wie gesagt, wirst du immer mehr aufholen und bist dann auch vorbeigezogen. Hm. Deswegen, ein Bersi wirklich krank pilzen lohnt sich in dem Sinne. Klar, du bist der Serverhöchste, aber auf lange Zeit gesehen macht es keinen Sinn. Wenn du wirklich den Server vorhast, lange zu spielen, baller nicht mit Bersi durch, baller mit einer anderen Klasse durch. Hast du mehr Spaß auf Dauer von. Okay, ja. Wenn du sagst, du musst nur, ja, hier mal einen Monat, zwei Monate, drei Monate auf dem Server spielen. Und du weißt dann, ja, länger will ich eh nicht spielen. Klar, feel free, Bersi, kein Problem. Aber auf Dauer den Spaß zu halten mit Bersi ist schwierig, weil er später umso höher du kommst, ist halt dieser Schwankungsgraben so krass, dass du halt auch mal gegen Magier verlierst, der 40 Level unter dir ist. Heftig. Ne, also, ja, das ist krass. Ey. Wenn die Crits kommen, bist du halt weg vom Fenster. Ja, ist krass. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast auf jeden Fall. Egal wie stark der Berserker so zum Serverstart ist, durch seine Fähigkeit, die er nun mal hat, unendlich viel in den Dungeons zu bewältigen, früher oder später, es ist halt wirklich nicht mehr wirklich sehr ausschlaggebend. Und ja, müsst ihr halt sehen, ob euch das denn wirklich so lieb ist. Ja, gut erklärt, gut nochmal zum Ende zusammengefasst auf jeden Fall. Danke dir, Davalon. Wer auf jeden Fall bei ihm vorbeischauen möchte, er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, bringt auch jetzt wieder Content auf seinen Kanal, da könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen, lasst ihm da auf jeden Fall auch ein Abo und ein Like da. Sehr hilfreiche Tipps gegeben auf jeden Fall, konnte ich auch nochmal was mitnehmen, was ich jetzt so auch nicht wusste. Und ja, ich würde sagen, vielen lieben Dank für das schöne Interview, für die schöne Zusammenfassung zum Serverstart und ich würde sagen, haut rein, mein Gast hat das letzte Wort. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein. Bye, bye.